einem schönen, fernen Land war Kummer nicht ganz unbekannt. So jagt ein Vater doch, o Graus, den Buben herzlos aus dem Haus. Die arme Mutter weinte sehr und blickt ihm traurig hinterher. Der Junge namens Fridolin, der dachte her und dachte hin, wie komm aus dieser Not ich raus? Ich ziehe in die Welt hinaus, viel schlimmer kann es dort nicht werden. Ich such mein Glück auf dieser Erden. Nun ließ er sich nicht unterkriegen, denn schließlich hatte er zwei Ziegen. Mit ihrer Milch, die ihm sehr schmeckt, er bald sein Sprachtalent entdeckt. Und alle Tiere dieser Welt versteht er nun, wie's ihm gefällt. Frisch, munter wandern sie drauf los, und wie war sein Erstaunen groß. Im nächsten Wald, welch ein Geheule, da saß ein Uhu und ne Eule, die weder Maus noch Ratte jagten, aber ihr Schicksal sehr beklagten. Nach einer kurzen Diskussion waren beide Weggefährten schon, denn Fridolin erklärte ihnen, wir wandern über Berg und Dünen, durch Täler und den Fluss entlang, gemeinsam macht uns niemand bang. Ein Hühnerhof nach kurzer Zeit, die Wanderung ging noch nicht weit, der brachte weitere Gesellen. Ein Hahn wollt sich nicht mehr verstellen und nichts mehr für den Menschen tun, genau wie sein geliebtes Huhn. Ein Esel war das nächste Tier. Er sprach zu ihnen, hättet ihr ein Plätzchen frei in eurer Clique? Mein Mensch, der hat so einen Ticke und lässt mich, ohne mich zu fragen, die allerschwersten Sachen tragen. Die Hirschkuh und ihr Kälbchen dann, die kamen zitternd bei ihm an und klagten Fridolin ihr Leid. Es ist so eine schwere Zeit, die Menschen schießen mit Gewehren, um unser Leben zu erschweren. Enten und Kühe, Schafe, Löwen, Flöhe und Kakadus und Möwen, es wurden täglich immer mehr, doch friedlich zogen sie einher. Das gleiche Ziel verband sie alle, ein Land ohne Gewehr und Falle. Als tapfer sie dahin marschierten, mal diesen Weg, mal den probierten, da trafen sie ein Mütterlein, schien hungrig und sehr müd zu sein. Fridolin gab ihr Proviant, den sie verzehrt am Wegesrand. Nachdem sie ausgiebig gespeist, erzählt sie ihm von Fluch und Geist. Des Königs Feste mit Getöse machten den Obererdgeist böse. Von Schlaf konnt bei den Geisterlein seit Wochen keine Rede sein. Und so verflucht der Geist das Reich und rief dem König zu sogleich, kein Tier, kein Baum, kein Strauch soll leben, nur Ödland soll das Schloss umgeben. Der König glaubte ihm kein Wort und jagte ihn ganz einfach fort. Doch weh, der König staunte sehr. Am nächsten Tag kein Tierlein mehr, kein Pflänzchen war zurückgeblieben. Das tat den König sehr betrüben. Aufs
Totenbette legt er sich, die Königin weint bitterlich. Der Fridolin, der fragte nun das Mütterlein, was kann ich tun? Am Berg beim Schloss, das musst du wissen, musst du die blaue Blume küssen. Zu finden leicht, da sie dort blüht, doch nur für den, der sich bemüht. Ein Drache wartet dort auf ihn, doch tapfer schlägt der Fridolin den bösen Drachen in die Flucht, worauf er nach der Blume sucht. Mit einem Kuss erlöst zugleich er dieses arme Königreich. Die Traurigkeit der Königin war in dem Augenblick dahin, als langsam die Natur erwacht mit Blättern und mit Blütenpracht. Die Tiere siedelten sich dann in diesem schönen Lande an. Mit einem großen Hochzeitsfeste feierte man und lud sich Gäste. Und fröhlich war der Fridolin, denn jedermann beglückwünscht ihn. Die Vögel brachten ihm ein Ständchen, die Königin, die hielt sein Händchen. Und die Moral von der Geschichte? Verärgere die Geister nicht, die die Natur nur wollen beschützen. Auch dir könnten sie einmal nützen. Mit seinen Nachbarn friedlich leben, kann einem viel mehr Freude geben. Thank you.